Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute gerne erzählen, was ich heute erlebt habe, heute Morgen. Es ist wirklich so, dass wir jetzt, dadurch, dass wir multidimensionale Seelen sind, in andere Sphären, Dimensionen oder andere Zeiten reisen. Diese Erfahrung durfte ich heute Morgen machen. Und ich kann nur sagen, wir sind zur gleichen Zeit überall. Im Jetzt, im Gestern und im Morgen. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hat mein Mann sich gerade zurecht gemacht, um mit unseren Rüden, unserem Hund Gassi zu gehen. Ich blieb da noch eine Weile im Bett liegen und das war gegen Mittag. Da ich heute Morgen sehr früh ins Bett bin, also nicht spät, sondern früh, um 5 Uhr, weil ich nicht schlafen konnte, habe ich die Zeit etwas länger heute im Bett verbracht, um mich auszuruhen. Ich merkte auch, dass ich ziemlich müde war. Im Übrigen stehen ja jetzt diese körperlichen Symptome durch die Energien, die auf uns herabsinken, ziemlich, also wird unser Körper ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, sozusagen. Wird komplett umgebaut, sagt man ja auch. Das spürt man daran, dass man Kopfschmerzen hat, dass man Schmerzen in den Knien hat, in den Fingergelenken, starkes Frieren, starke Hitzewallungen, Eiskälte bis in die Knochen hinein. Also ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Ein Vibrieren, Klingeln im Ohr. Die Ohren schmerzen beide ziemlich heftig, das kann auch passieren. Im Nackenbereich Schmerzen. Ein Druck im Kopf, stechende Schmerzen können in sämtlichen Körperbereichen auftreten. Ja, meine Lieben, das ist nur mal so eine kurze Hintergrundinfo. Man liest ja auch, dass im Netz ist es ja auch sehr verbreitet. Die Menschen berichten darüber. Und viele gehen jetzt durch diese Energiewelle, die uns mit jedem Tag übergießt, die mit jedem Tag ein wenig kraftvoller wird. Und ich habe das Gefühl, gerade so, dass wir es ertragen können. Jetzt zu meinem Erlebnis heute Morgen. Wie gesagt, mein Mann ging dann kurz mit unserem Hund Gassi und als er zurückkam, beziehungsweise bevor er zurückkam, genau, ich bin dann nochmal in einen Schlaf-Dämmerzustand gefallen. Plötzlich ging das Licht im Flur an und ich hörte die beiden reinkommen, öffnete die Augen, um festzustellen, dass da niemand war. Es war einfach nur so real, weil es war sowas von real, das glaubt ihr gar nicht. Ich schaute dann auf die Uhr und da war es gerade mal 10 nach 1, also 13.10 Uhr. Und da mein Mann arbeitet diese Woche, in Schichtarbeiter ist, muss er hier um 1:30 das Haus verlassen, spätestens.
Und meistens kommt er dann nach oben, wenn also so gegen 2:05, also 13:25 Uhr. Ich wunderte mich noch, als ich auf die Uhr schaute, wow, 10:50 Uhr, das ging aber schnell. Weil unser Rüde braucht normalerweise immer ein bisschen. Dann bin ich wieder ein bisschen weggenickt, sozusagen. Und dann hörte ich, wie die Eingangstür aufgeschlossen wurde. Ich öffnete schon wieder meine Augen, um zu merken, dass das wieder nur ein Traum war, schaute auf die Uhr und das war nur einige Minuten später. Ich dachte schon, ich spinne. Aber da ich ja um die Dinge weiß, war ich beruhigt. Dann habe ich mich wieder hingelegt, die Augen wieder geschlossen, fiel wieder in einen Schlaf. Dann hörte ich in meinem Dämmerzustand, dass der Kühlschrank aufging. Dann schaute ich wieder auf die Uhr und es war erst so 13:20 Uhr. Dachte noch, der müsste jetzt aber bald kommen. Ja, und dann kurz drauf kam er dann auch heim. Also diese drei Vorgänge haben sich ereignet und mein Mann war nicht zu Hause, er war immer noch unterwegs. Aber es schien so, als wäre er bereits daheim. Ich konnte sogar unseren Rüden hören. Also wundert euch nicht, wenn ihr derartige Erlebnisse habt. Das ist jetzt die Zeit, wo wir ja ganz viele Erfahrungen machen dieser Art. Das wollte ich eigentlich nur mal so mit euch mitteilen. Ich hatte natürlich danach, hatte ich mich noch mal hingelegt, nachdem mein Mann zur Arbeit ging, um noch ein wenig Schlaf zu bekommen, weil ich war doch ziemlich schlapp, müde, lustlos. Und da ich ja mein Intervallfasten begonnen habe, es kann natürlich auch sein, dass durch das Intervallfasten sich jetzt Portale für mich öffnen. Ich weiß es nicht. Ich vermute das einfach jetzt nur mal, dass man dann auch anders schwingt, weil man ja auch leichter ist. Durch das Fasten. Also, ich bin ganz gespannt, ob ihr auch ähnliche Erlebnisse habt momentan. Ich fiel natürlich noch mal in einen wunderschönen, märchenhaften Traum, in dem mir ein Vorleben gezeigt wurde, das ich mit meinem Mann hatte. Und es war so ein großer Segen für mich. Denn ich habe plötzlich verstanden, warum manche Dinge in unserer Beziehung oder manche Verhaltensweisen meines Mannes so sind, wie sie sind. Ich kann das alles jetzt viel besser verstehen und viel besser verpacken für mich. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bleibt im Vertrauen. Schaut, dass ihr viel Wasser trinkt. Schaut, dass ihr euch so viel wie möglich Ruhe gönnt. Und haltet euch von allen negativen Medien und Menschen fern, die euch im Moment nicht gut tun, da das eine sehr herausfordernde Zeit sowieso schon ist. So wünsche ich einem jeden das Allerallerbeste. Und ich sende die Liebe aus meinem Herzen in die Welt hinaus. Bis dann, meine Freunde. Lasst es euch gut gehen. Eure Gabriele.